Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Bibelstudium. Leider gibt es viel zu viele sogenannte christliche YouTuber da draußen, die falsche Evangelien und Lehren verbreiten. Die versuchen euch wieder unter das Gesetz zu stellen oder euch zu sagen, was ihr essen sollt und was ihr als Christen tun könnt und was nicht. In diesem Video werden wir dies gemäß der Bibel ein für alle Mal klären. Es gab Ernährungseinschränkungen, die Gott nur der Nation Israel auferlegte. Zu diesen Ernährungsgesetzen gehörte das Verbot des Verzehrs von Schweinefleisch, Garnelen, Schalentieren, viele Arten von Meeresfrüchten, den meisten Insekten, Aasvögeln und verschiedene andere Tieren. Die koscheren Ernährungsgesetze sollten niemals für jemand anderen als die Israeliten und somit die Juden gelten. Was sagt die Bibel? Die meisten koscheren Ernährungsgesetze finden wir in 3. Buch Mose Kapitel 11 und in 5. Buch Mose Kapitel 14. Der Zweck der Speisegebote bestand darin, die Israeliten von allen anderen Nationen zu unterscheiden. Nachdem dieser Zweck erfüllt war, erklärte Jesus alle Lebensmittel für sauber, wie wir sehen in Markus 7, Vers 19. Dann rief Jesus die Menschenmenge wieder zu sich. Hört, was ich euch sage, und begreift doch, nichts, was ein Mensch zu sich nimmt, kann ihn vor Gott unrein machen, sondern das, was von ihm ausgeht. Danach ging Jesus in ein Haus und war mit seinen Jüngern allein. Hier baten sie ihn zu erklären, was er mit dieser Rede gemeint hatte. Selbst ihr habt es immer noch nicht begriffen, erwiderte Jesus. Wisst ihr denn nicht, dass alles, was ein Mensch zu sich nimmt, ihn vor Gott nicht verunreinigen kann? Denn was ihr esst, geht nicht in euer Herz hinein. Es kommt in den Magen und wird dann wieder ausgeschieden. Damit erklärte Jesus alle Speisen für rein. Und er fügte noch hinzu, was aus dem Inneren des Menschen kommt, das lässt ihn unrein werden. Denn aus dem Inneren, aus dem Herzen der Menschen kommen die bösen Gedanken, wie sexuelles Fehlverhalten, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Betrügerei, ausschweifendes Leben, Neid, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und macht die Menschen vor Gott unrein. Später gab Gott dem Apostel Petrus eine Vision, die zeigte, dass ehemals unreine Tiere gegessen werden konnten, wie wir sehen in Apostelgeschichte 10, 15. Und Petrus bekam Hunger und bat um etwas zu essen. Während man seine Mahlzeit zubereitete, hatte er eine Vision. Petrus sah, wie sich der Himmel öffnete und etwas herabkam, das wie ein großes Leinentuch aussah. Es wurde an seinen vier Ecken zusammengehalten und so auf die Erde heruntergelassen. In dem Tuch waren alle möglichen Arten von vierfüßigen Tieren und Kriechtieren, aber auch von Vögeln. Alle diese Tiere sind für Juden unrein und dürfen deshalb nicht gegessen werden. Dann hörte Petrus eine Stimme, die ihn aufforderte: Petrus, steh auf, schlachte diese Tiere und iss davon. Niemals, Herr, entgegnete Petrus. Noch nie in meinem Leben habe ich etwas Unreines oder Verbotenes gegessen. Da sprach die Stimme ein zweites Mal zu ihm: Wenn Gott etwas für rein erklärt hat, dann nenne du es nicht unrein. Als Jesus am Kreuz starb, erfüllte er das alttestamentliche Gesetz, wie wir sehen in Römer 10, 4, Galater 3, 24 durch 26 und in Epheser 2, Vers 15. Römer 10, 4. Denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Galater 3, 24 durch 26. So ist das Gesetz unser Lehrmeister geworden auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt wurden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Lehrmeister, denn ihr seid alle durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Durch Christus haben wir Frieden. Er hat Juden und Nichtjuden in seiner Gemeinde vereint, die Mauer zwischen ihnen niedergerissen und ihre Feindschaft beendet. Durch sein Sterben hat er das jüdische Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Forderungen außer Kraft gesetzt. Durch Christus leben wir nicht länger voneinander getrennt, der eine als Jude, der andere als Nichtjude. Als Christen sind wir eins. So hat er zwischen uns Frieden gestiftet.
Christus ist für alle Menschen am Kreuz gestorben, damit wir alle Frieden mit Gott haben. In seinem neuen Leib, der Gemeinde von Christus, können wir nun als Versöhnte miteinander leben. Ein Christ steht nicht unter dem Gesetz, somit auch die Speisegebote, sondern unter der Gnade, wie Paulus in Römer 6,14 schrieb. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Als Christen steht es uns frei zu essen, was wir wollen. Gleichzeitig sollten wir darauf achten, dass den Heiligen Geist, der in uns ist und in allem, was wir tun, gegenwärtig ist, nicht zu betrüben, wie steht in Epheser 4,30. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Wir haben Freiheit in Christus, wie wir sehen in Kolosser Kapitel 2, 16 durch 23. Darum lasst euch keine Vorschriften machen über eure Ess- und Trinkgewohnheiten oder bestimmte Feiertage, über den Neumondtag und über das, was man am Sabbat tun darf oder nicht. Das alles sind nur schwache Abbilder, ein Schatten von dem, was in Christus Wirklichkeit geworden ist. Lasst eure Rettung deshalb von niemandem in Frage stellen, schon gar nicht von solchen Leuten, die sich in falsch verstandener Demut gefallen, Engel zu verehren und sich dabei stolz auf ihre Visionen berufen. Diese Menschen haben nicht den geringsten Grund, sich derart aufzuspielen. Sie drehen sich ja doch nur um sich selbst und halten sich nicht mehr an Christus, der doch das Haupt der Gemeinde ist. Denn nur von ihm her kann die Gemeinde als sein Leib zusammengehalten werden und, gestützt durch die verschiedenen Gelenke und Bänder, so wachsen, wie Gott es will. Wenn ihr nun mit Christus gestorben seid, dann seid ihr auch von den Mächten und Zwängen dieser Welt befreit. Weshalb unterwerft ihr euch dann von neuem ihren Forderungen und lebt so, als wäre diese Welt für euch maßgebend? Weshalb lasst ihr euch vorschreiben, du darfst dieses nicht anfassen, jenes nicht essen und musst dich von ganz bestimmten Dingen fernhalten? Sie alle sind doch dazu da, dass man sie für sich nutzt und verzehrt. Warum also lasst ihr euch noch Vorschriften von Menschen machen? Möglich, dass manche, die danach leben, den Anschein von Weisheit erwecken. Schließlich glänzen sie mit ihrer selbsterdachten Frömmigkeit, geben sich dabei auch noch bescheiden und schonen bei asketischen Übungen ihren Körper nicht. Doch das alles bringt uns Gott nicht näher, sondern es dient ausschließlich menschlichem Ehrgeiz und menschlicher Eitelkeit. Schauen wir uns an, was Paulus in Galater 2, 14 durch 20 zu Petrus sagte. Als ich merkte, dass sie nicht ehrlich waren und von der Wahrheit der rettenden Botschaft abwichen, stellte ich Petrus vor der ganzen Gemeinde zur Rede. Obwohl du als Jude geboren wurdest, lebst du nicht mehr streng nach den jüdischen Vorschriften, weil du Christ geworden bist. Weshalb verlangst du dann von den Christen, die aus den nichtjüdischen Völkern stammen, dass sie sich an die jüdischen Regeln und Gesetze halten sollen? Zwar sind wir durch unsere Geburt Juden und keine Sünder wie die Menschen anderer Völker. Trotzdem wissen wir inzwischen sehr genau, dass wir nicht durch Taten, wie das Gesetz sie von uns fordert, vor Gott bestehen können, sondern allein durch den Glauben an Jesus Christus. Wir sind doch deshalb Christen geworden, weil wir davon überzeugt sind, dass wir nur durch den Glauben an Christus von unserer Schuld freigesprochen werden. Nicht aber, weil wir die Forderungen des Gesetzes erfüllen. Denn kein Mensch findet durch gute Werke Gottes Anerkennung. Wenn aber auch wir Juden allein durch den Glauben an Christus Anerkennung bei Gott finden wollen, dann geben wir damit zu, dass auch wir Sünder sind. Ebenso wie die Menschen aus anderen Völkern. Bedeutet dies nun, dass Christus zum Komplizen der Sünde wird, wenn wir durch den Glauben an ihn nicht mehr dem Gesetz unterstellt sind? Auf gar keinen Fall. Nicht Christus, sondern ich selbst bin ein Komplize der Sünde, wenn ich dem Gesetz wieder Geltung verschaffen will, das ich vorher als nutzlos erkannt habe. Durch das Gesetz nämlich war ich zum Tode verurteilt. So bin ich nun für das Gesetz tot, damit ich für Gott leben kann. Mein altes Leben ist mit Christus am Kreuz gestorben. Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir.
Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Das Wort Gottes sagt uns auch, dass wir Essgewohnheiten anderer respektieren und unsere Geschwister im Leib Christi nicht überfordern sollen, wie wir sehen in Römer 14, 20. Denn wo Gottes Reich beginnt, geht es nicht mehr um Essen und Trinken. Es geht darum, dass wir ein Leben nach Gottes Willen führen und mit Frieden und Freude erfüllt werden, so wie es der Heilige Geist schenkt. Wer Christus in dieser Weise dient, über den freut sich Gott und den achten die Menschen. Deshalb wollen wir uns mit allen Kräften darum bemühen, in Frieden miteinander zu leben und einander im Glauben zu stärken. Gott hat eure Gemeinde aufgebaut. Zerstört nicht sein Werk wegen irgendwelcher Speisevorschriften. Zwar sind in Gottes Augen alle Speisen rein. Manche Christen aber nehmen Anstoß daran, wenn du bestimmte Speisen isst. Das wäre schlimm. Deswegen isst du besser kein Fleisch, trinkst keinen Wein und vermeidest überhaupt alles, was einen anderen Christen zu Fall bringt. Wovon du persönlich überzeugt bist, das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Glücklich schätzen kann sich, wer so handelt, wie es seiner Überzeugung entspricht und sich nicht selbst verurteilen muss. Wer aber beim Essen zweifelt, ob es richtig ist, was er tut, der ist schon verurteilt. Denn er handelt nicht im Vertrauen auf Christus. Alles aber, was wir nicht in diesem Vertrauen tun, ist Sünde. Für den Gläubigen des Neuen Testaments ist jede Nahrung sauber. Das haben wir jetzt bewiesen. Durch die Erfüllung des mosaischen Gesetzes, Matthäus 5, 17, befreite uns Jesus von der Einhaltung der koscheren Ernährungsgesetze. Es steht uns frei, alles zu essen, was wir wollen, da kein Lebensmittel als unrein gilt. Alle Lebensmittel gelten jetzt als koscher. Wir haben die Freiheit zu essen, was wir wollen, solange dies nicht dazu führt, dass jemand anders in seinen Glauben streuchelt. Ich habe eine interessante Passage im Alten Testament gefunden, im Prediger. Also Prediger Kapitel 9, Verse 7 durch 10. Also iss dein Brot, trink deinen Wein und sei fröhlich dabei. Denn Gott hat schon lange sein Ja dazu gegeben. Trag immer schöne Kleider und salbe dein Gesicht mit duftenden Ölen. Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst, solange du dein vergängliches Leben führst, das Gott dir auf dieser Welt gegeben hat. Genieße jeden flüchtigen Tag, denn das ist der Lohn für deine Mühen. Wenn du etwas tust, dann sei mit vollem Einsatz bei der Sache. Denn im Totenreich, wohin auch du einmal gehen wirst, ist es vorbei mit allem Denken und Tun. Dort gibt es weder Erkenntnis noch Weisheit. Um dies zusammenzufassen, finden wir eine hilfreiche Ermahnung in 1. Korinther 10, 31. Wenn ich an einem Festmahl teilnehme und Gott für das Essen danke, warum wird mir mein Verhalten dann zum Vorwurf gemacht? Schließlich habe ich Gott doch für die Speise gedankt. Darauf will ich antworten, ob ihr esst oder trinkt oder was immer ihr sonst tut, alles soll zur Ehre Gottes geschehen. Wenn ein Christ auf das Gesetz vertraut, das niemand halten könnte, wird er mit dem Gesetz zugrunde gehen. Das Gesetz wurde nicht abgeschafft, das Gesetz ist jetzt in unseren Herzen geschrieben und ist uns bewusst. Es zeigte uns, was Sünde ist. Jesus hat das Gesetz erfüllt, damit wir frei leben können, nicht länger unter dem Joch der Knechtschaft. Wir müssen unser Glauben an Jesus, sein Blut für alle Sünden und sein verendetes Werk am Kreuz setzen. Nur so kann man ewiges Leben erlangen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte liken, teilen, kommentieren und abonnieren, wenn ihr solche Inhalte gefallen. Ich liebe euch alle im Herrn. Möge die Gnade und der Friede des Herrn mit euch allen sein. Maranatha!